Leute, was geht ab? Mein Name ist Elvana und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Yay! Leute, wir machen uns heute fertig und zwar werde ich gleich ein paar TikTok-Videos drehen. Wollte mich so ein bisschen schminken, you know. Ich bin wieder zurück auf YouTube, meine Leute, meine lieben Leute. Ich habe auch überlegt, mache ich einen Style & Talk, aber worüber rede ich? Vor einem Jahr habe ich mein Make-up noch komplett anders gemacht, als wie ich es heute mache. Heute mache ich es auch wieder komplett anders. Mittlerweile benutze ich eigentlich nur noch Concealer. Ich klatsche mein ganzes Gesicht damit voll, aber das sieht gut aus am Ende. Ja. Ich mache immer diesen Schwamm normalerweise nass mit Wasser, aber ich bin auch viel zu faul, um jetzt aufzustehen und den nass machen zu gehen. Deswegen benutze ich einfach hier gerade das von Elf, dieses All Night Fixing Spray und mache meinen Schwamm jetzt mal so ein bisschen nass. Ich habe so eine kleine Make-up-Tasche und die ist unfassbar hässlich, aber da habe ich das Nötigste, was ich brauche, drin. Und zwar habe ich einmal meinen Primer hier drin. Das ist der von NYX. Oh, der hier. Angel Whale Primer. Den klatsche ich mir auf mein ganzes Gesicht. Ich weiß nicht, was los ist mit meiner Haut in letzter Zeit. Ich bin so krass am Ölen, Leute. Ihr habt keine Ahnung. Und dann verteilen wir das. Schön in unserem Gesicht. Ey, hättet ihr Bock auf so einen Style & Talk? Ich hätte eigentlich schon Bock, vor allem bestimmt ein paar Themen, die euch interessieren, weil ich wirklich so lange nicht mehr da war. Ey, ich habe YouTube so krass vermisst. Ihr habt keine Ahnung. Ich krieg so Pickel in letzter Zeit. So eklige Pickel. Ich weiß auch nicht, aus welchem... aus welcher Ecke die kommen. So, dann sprühe ich schon mal ganz kurz mein Gesicht mit dem hier. Nur so ein bisschen, muss jetzt nicht viel sein. Dann geht's los mit Concealer. Und zwar diesen NYX HD Concealer. Und zum Konturieren benutze ich hier diesen Can't Stop One Stop Concealer. Den trage ich mir jetzt hier erstmal an meine Augen auf. Achso, ich habe den übrigens in CW03.5. Und den dunklen habe ich in Mocha. Weil ich benutze keine Foundation mehr, was eigentlich voll unnötig ist, weil ich klatsche mir sowieso Concealer auf mein ganzes Gesicht. Aber irgendwie, ich weiß auch nicht warum, ich habe das Gefühl, mein Make-up hält länger. Also es hört sich voll dumm an, aber ich habe das Gefühl, umso weniger auf meiner Haut ist, desto länger hält es. Ja, wenn ich jetzt so feiern gehe oder so, dann benutze ich schon Make-up. Aber ich war lange nicht mehr feiern und deswegen benutze ich jetzt erstmal nur Concealer und so verteile ich das einfach. Ich bin gerade übrigens meinen Ägypten-Vlog am Hochladen und ich hoffe, ihr habt den auch alle geguckt. Wenn nicht, guckt ein Video davor. Nach langer, langer Zeit habe ich diesen Vlog auch endlich mal geschnitten, ey. Halleluja. Jetzt kommt nämlich die Kontur. Es sieht so unfassbar hell aus, aber ich schwöre, es ist gar nicht so hell in echt. Also in echt ist es wirklich meine Farbe. Ich schwöre auf alles. Und jetzt kommt der dunkle Concealer. Dann nehme ich mir einen Pinsel. Ich nehme diesen Pinsel hier. Der ist von Amazon. Den habe ich eigentlich immer für Blush benutzt, aber für Kontur ist der irgendwie besser. Und dann verblenden wir einfach. Und für mein, hier für meine Nase brauche ich irgendeinen anderen Pinsel. Ich benutze mal den hier von Evelyn. Ich glaube, hier ist schwarze Farbe. Scheiße, da ist schwarze Farbe da. Die Nasenkontur habe ich verkackt. Egal, die kriegen wir gerettet irgendwie. Die kriegen wir schon hin. Jetzt mit meinem Schwamm, da war so ein bisschen lang. Ay, shit, da war einfach, glaube ich, schwarzer Lidschatten dran. Ich krieg's hin. Ey, Leute, ich krieg Aggression, weil mein kleiner Spiegel ist nicht sauber. Deswegen nehme ich mal ganz kurz einen Glasreiniger und mache den kurz sauber, weil es ist alles so voll verschmiert. Und ich weiß auch, von was das so verschmiert ist, weil ich habe mir eben Haarspray drauf gemacht. Wisst ihr, was ich übrigens auf TikTok starten möchte? Ich habe das bei... Wie hieß sie nochmal? Amanda gesehen. Die hat das auf TikTok gemacht. Und zwar hat die ihre ganzen alten Klamotten mäßig aussortiert und verschenkt oder verkauft. Ich habe auch Lust, sowas zu machen. Ich habe so viele Klamotten, die mir nicht mehr passen seit der Brust-OP. Ganz viele Oberteile, die nicht mehr passen. Und deswegen habe ich voll Lust, weil ich denke, das sind alles noch neue Sachen, teilweise mit Etiketten und so. Und ganz ehrlich, why not? Ich benutze jetzt gerade den Huda Beauty Pokes Filter Cotton Candy. Mein Booty schmeckt nach Cotton Candy. Und irgendwie ist mein Gesicht voll trocken. Ich sprühe jetzt mein Gesicht an. Manchmal ist es irgendwie zu ölig, manchmal ist es zu trocken. Ich weiß auch nicht, was los ist. Kommen wir zum Blush und das ist mein Favorite Part. Ich benutze hier den von Milk, den kleinen süßen hier. Das ist die Farbe, oh, ich weiß gar nicht. Es steht nirgendwo. Flip, glaube ich, heißt die Farbe. Und ich schwöre, ich liebe diese Farbe. So, ich nehme jetzt einfach denselben Pinsel, weil
Ich habe jetzt keine Lust, einen anderen zu suchen. Jetzt kommt mein Puder und zwar benutzen wir Huda Beauty in Banana Bread. Das kommt jetzt auf unser Face. Vor allem bake ich, weil ich bin eine ölige Maus. Und nehme ich mir immer meinen Pinsel, meinen Schwamm. Und dann schön hier drunter gehen, gucken, dass ihr so gut wie es geht keine Fältchen habt. Und dann direkt mit dem Puder hinterher. Ich puder viel, Leute. Also ich puder mein Leben, wirklich. Und das seht ihr gleich auch, weil ich finde, Puder macht so einen Unterschied im Gesicht. Ein loses Puder gibt mir nie so viel Deckkraft, wie ich eigentlich haben möchte. Vor allem nicht unter meinen Augen. Okay, das kann man vorher mit einem Concealer alles machen. Aber ich will mir da jetzt auch nicht so krass viel Concealer drauf klatschen. Vor allem, weil ich schon viel Concealer drauf gemacht habe. Das hätte ich von mir niemals gesagt. Und deswegen seht ihr gleich, dass ich gleich noch mit einem anderen Puder unter mein Auge gehe und generell über mein ganzes Gesicht. Weil das ist ja Puder, you know? Das ist nicht so warm im Gesicht, you know what I mean? Kommen wir zu Puderkontur. Ihr merkt, ich benutze für alles irgendwie immer denselben Pinsel. Da hatte ich vorher auch Blush drauf. Und ich benutze hier so eine Palette von Morphe. Das ist die hier. Die ist schon voll verranzt. Ich habe die seit letztes Jahr Silvester. Und das ist 8T. Dann gehe ich einfach in diese braunen Töne, klopfe schön ab und dann gehe ich hier so ein bisschen lang. Das ist aber auch so ein Ding, das nehme ich nicht, also das habe ich nicht in meiner Make-up-Tasche drin. Das habe ich immer nur zu Hause. Ich bin jetzt nicht so, dass ich so nicht mehr so krass auf Kontur und so Wert lege, weil ich finde, dieses Cream Contouring von NYX macht schon voll viel aus und das macht schon voll viel im Gesicht. Deswegen muss das jetzt auch nicht unbedingt sein. Dann nehme ich mir mein Puder. Und zwar erstmal von MAC. Das ist das Studio Fix. Ich liebe es. Es ist in NC45. Und mit diesem Puder gehe ich überall lang. Und zwar nehme ich mal so ein fluffigen Pinsel. Swirl ich meinen Pinsel hier so rein. Der ist auch schon fast leer, wie ihr seht. Und dann gehe ich mal über mein ganzes Gesicht damit. Überall lang. Also überall. Außer unter mein Auge. Da gehe ich nicht lang. Ich liebe, 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 liebe die Puder-Reihe hier von Givenchy. Ich habe den Highlighter. Ich habe das normale Puder. Ich habe den Blush davon. Also ich habe... Ich zeige es euch mal. Ich habe ganz viele. Das ist das normale Puder, das ist Highlighter und das ist Blush und ich liebe die Reihe. Die sind so geil. Leute, aber die sind mir wirklich zu schade, um in dem Alltag zu benutzen. Deswegen lassen wir die und wir benutzen so günstigere Sachen. Und zwar nehmen wir jetzt das von Trend It Up, das ist auch ein guter Vergleich, die 030. Und ich benutze denselben Pinsel wie eben einfach und dann klatsche ich mir einfach mein Blush so hart drauf. Also wirklich original richtig, richtig viel drauf klatschen. Aber Leute, okay, ich weiß nicht, bis wohin wir gefilmt haben, weil meine Kamera ist einfach ausgegangen. Verstehe ich nicht. Aber ich habe gerade einen Break gehabt und zwar gönne ich mir gerade Kapsonne. Und wir machen jetzt weiter mit meinem Auge. Und zwar mattiere ich das jetzt erstmal. Ich helle es auf mit dem MAC Studio Fix C30. Und zwar hier. Und das ist ja extrem deckend, dieses Puder, das Studio Fix. Ich liebe es. Damit konturiere ich so mäßig auch an meiner Nase etwas. Ich mache das so ein bisschen wie Bacon. Dann ziehe ich hier oben so einen Strich lang. Mäßig, mäßig. Mein Lieblingslippenstift von Maybelline. Das ist Superstay Maybelline. Der beste. In der Nummer 900. Ich liebe jede Farbe von denen. Ihr könnt damit essen, trinken, schlafen, alles machen. Ob fettige Sachen, ob ölige Sachen, ob nicht ölige Sachen, ob Alkohol, kein Alkohol. Ihr könnt alles damit machen. Mit diesem Lippenstift, und ich schwöre, der bleibt. Ich benutze jetzt kurz die Anastasia Palette. Von innen sieht die so aus. Ich liebe Anastasia Paletten, aber ich benutze dieses Fudge, also diesen braunen Ton hier. Klopfe gut ab, weil die sind echt gut pigmentiert und dann gehe ich so ein bisschen hier so in den Crease und hier so ein bisschen aus Lid. Ey, was ist hier alles schwarz auf meinen Pinseln? Oh, ich glaube, da war noch dieses Destiny von gestern oder vorgestern drauf. Das ist das dunkelgrüne, aber ist jetzt auch egal, weil ich lasse das jetzt sowieso so. Leute, ich habe jetzt übrigens einen Pony. Also ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber ich habe einen. Ein Pony, ich meine jetzt hier ein Pony, ne? Also mein Gesicht. Für meine Augenbrauen nehme ich diesen Catrice
dieses Catrice Gel. Ey Leute, das muss ich euch zeigen. Ich hatte mir das von ABH gekauft, dieses Gel, dieses Wachs. Seid ihr bereut, wie eklig das jetzt aussieht? Und es ist nicht lange her, wo ich es gekauft habe. Seht ihr das? Leute, das ist einfach original am Schimmeln. Ich weiß nicht, was hier passiert ist. Ich hatte es weder in der Sonne noch sonst irgendwas. Es ist einfach nur ekelerregend. Und ich habe es wirklich ein-, zweimal benutzt. Es riecht normal. Ich weiß nicht, ob das normal ist wegen Wachs. Keine Ahnung, aber ich bin angewidert. Deswegen benutze ich es momentan nicht. Jetzt benutze ich auf jeden Fall das hier von Catrice. Das ist so ein Lash Brow Gel. Und damit mache ich meine Augenbrauen sauber, weil die sind jetzt voll mit Make-up. Dann kommt der Lippenstift. Den müsst ihr ein bisschen abtupfen. Ich gehe gleich sowieso meine Hände sauber machen, also waschen, deswegen ist das egal. Dann so ein Zu-Eberpinsel. Presse mir das ganze Puder hier rein. So, und jetzt kommt Fixing Spray. Und zwar benutze ich hier mein Liebstes. Das von Milk, dieses Hydro. Sieht so aus. Das ist die kleine Version, oder? Ist das die große? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall 100 ml. Und dann sprüht ihr euer ganzes Gesicht voll. Und dann nehmt ihr euch euren Fächer, den mir meine Kosmetikerin gegeben hat. Und dann fächert ihr euer Gesicht. Und klar, wenn ihr wollt, könnt ihr noch einen Highlighter benutzen. Ich finde jetzt, also der ist jetzt von Douglas. Luxurious Gold. Das ist eine Eigenmarke von Douglas. Und dann nehme ich mir einfach so ein... Also ich bin gar nicht mehr so der Highlighter-Typ. Aber ich gehe ein bisschen so rein. Und dann tue ich mir so leicht, leicht und leicht Nase. Aber wenn ich merke, dass meine Fresse so trocken ist, dann sprühe ich auch noch ein bisschen von dem hinterher. Oder vom MAC Fix Plus. Dann müsst ihr natürlich die Rückseite benutzen von dem Lippenstift, sonst hält das nicht. So Leute, mein Akku ist kurz abgekackt und ja, ich bin fertig mit meinem Make-up und ja, das war's mit meinem Video, mit meinem Make-up. Ich hoffe sehr, dass euch das gefallen hat. Ich habe zwar ja nur Make-up gezeigt, aber you know, wenn ihr Videovorschläge habt, schreibt sie mir gerne mal unten rein. Und ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Falls euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Und ihr könnt mich auch gerne kostenlos abonnieren. Das kostet nichts und das tut euch nicht weh. Und damit unterstützt ihr mich. Deswegen einen wunderschönen Tag euch noch. Bis demnächst. Bye, bye.